Ja, ich heiße Bertolt Meyer, bin am 21. August 1929 geboren in Hamburg und zwar natürlich kurz vor der Weltwirtschaftskrise. Und diese Weltwirtschaftskrise hat auch meine ganze Familie verändert. Mein Vater selbst war Schneidermeister und natürlich auch in dieser Zeit, der ließ sich noch einen Maßanzug oder sonst etwas schneidern. Aber mein Großvater hatte Kontakt zu den Oberen der Nazi-Partei und die brauchten unbedingt maßgeschneiderte Uniformen, weil sie auch manchmal ein bisschen mehr zu verbergen hatten am Bäuchlein oder so. Und mein Vater bekam also ebenfalls Kontakt zu den Nazis und beide, mein Großvater und mein Vater, sind beide der NSDAP beigetreten. An die erste Zeit kann ich mich nur insofern erinnern, dass ich in den Kindergarten ging und hatte einen sehr guten Freund, den David, aber er kam aus einer jüdischen Familie, wie ich hinterher erfahren habe. Und seit 1936 habe ich von dem ersten Jugendfreund nie wieder was gehört. Ich wuchs dann auf und ging zur Volksschule. Ich war ein aggressiver Schüler. Ja, ich machte alles mit, nicht? Und war auch ein guter Schüler. Ich bin dann kurz zum Kriegsausbruch mit 10 Jahren, bin ich dann ins deutsche Jungvolk eingetreten, wie sich das gehörte. Und in der Familie sah man natürlich auch, wenn Kunden zu meinem Vater kamen, das waren alles Nazi-Größen, und es lief also alles. Und wenn eine Schiffstaufe in Hamburg war, wie zum Beispiel vom Panzerkreuzer Bismarck, dann kam ja auch Adolf und dann standen wir an den Straßen und winkten, da musste natürlich die Familie auch hin. Also ich erlebte eigentlich die Zeit zwar in Ruhe, aber immer unter dem Gedanken, es war alles gut unter den Nazis, ja, und es wurde nicht viel darüber geredet in der Familie. So, in Wismar zur Schule gegangen, inzwischen war ich im Jungvolk, war ich Jungzuchtführer geworden dort oben und die Zeit in Wismar war ebenfalls ruhig. Fliegeralarm gab es eigentlich da oben kaum. Ja, und ich ging dort zur Stadtschule, bis mein Großvater in Schönberg in Mecklenburg, väterlicherseits, eine Dachwohnung ausgebaut hat und wir im April 1944 dann umziehen konnten zu den Großeltern nach Schönberg in Mecklenburg. Und dort wohnten einschließlich meinem Großvater mütterlicherseits, der immer noch die Herrschaft in der Familie ausübte. So, dort ging es ebenfalls wieder sehr schnell. Da ich in den Ferien oft in Schönberg gewesen war, mit meinem Bruder und die Jugend dort kannte, machte ich auch dort selbst wieder im deutschen Jungvolk schnell einen Aufstieg und wurde Fähnleinführer. Ja, und war also da in dieser kleinen Kreisstadt der Boss der 10- bis 14-Jährigen im Jungvolk. Voll ausgerichtet, nationalsozialistisch erzogen. Man könnte heute sagen, nationalsozialistisch manipuliert. Ja, so mit dem Glauben an den Endsieg und allem. Dann kommt etwas hinzu, was ich bisher eigentlich auch nicht so für wichtig hielt, aber im Januar 1945 erhielt ich den Auftrag oder die Einberufung an die Gebietsführerschule der Hitlerjugend nach Dobbertin für einen Monat. Ja, das war auch was Seltenes. Wieso ich dahin bin? Also ich war so ein auserlesener Kader auch in dieser Zeit, in der Nazi-Zeit. Und muss ehrlich gestehen, durch auch die Erziehung in der Familie und allem, ich glaubte dran. Wenig später erhielt ich die Einberufung in das Reichsausbildungslager Bad Luhatschowice in Mähren an der slowakischen Grenze. Wie die Einberufung zustande kam und was das für ein Lager war, wusste ich nicht. Also ich war kein Freiwilliger der SS oder sonst was. Ja, ich wollte
ja, wenn, dann wollte ich zur Marine, nicht? Aber wer mich dahin geschickt hat und wieso ich dorthin ging und wieso meine Eltern das zugelassen haben, dass ich am 6. März 1945, ja, dass ich von dort aus von meiner Mutter in Zug gesetzt wurde und am 6. März noch heil über Hamburg, Köln, Prag bis nach Bad Luatschewitz gekommen bin. Und zwar durch Köln am Tag, wo am Abend dann die Amerikaner schon in Köln waren. Aber der Zug ist noch heil durchgekommen und ich bin also in Bad Luatschewitz in diesem Lager anzukommen, ohne zu wissen, was ich erst viel später erfahren habe, dass es ein Vorbereitungslager der Waffen-SS war. Ja, deshalb auch dieser lange Weg. Wir hatten also Unterricht, alle, die dort waren, je nach Klassenstufen, vormittags und nachmittags Ausbildung im Gelände bis hin zur Panzerfaust und allem, was man damals so brauchte. Aber es herrschte auch immer wieder Politikunterricht. Was wir nicht hatten, was wir nicht wussten, zu dieser Zeit, also Nachrichten über den Zustand des Krieges, hatten wir dort nicht. Und dann passierte Anfang April 1945, dass die Rote Armee immer näher rückte und das Lager schlagartig aufgelöst wurde. Und wir wurden dann per Eisenbahn nach Slien in Böhmen verfrachtet, ebenfalls dort untergebracht in einem riesigen Gebäude. Ja, und dort ging es dann relativ schnell auch los. Da hatten wir keinen Unterricht mehr, es auch keine Ausbildung mehr. Und dann kam der Tag, an dem uns verkündet wurde, dass wir auf die verschiedenen SS-Divisionen verteilt werden. Wir hatten aber die Auswahl, in welche SS-Division, also Adolf Hitler oder Feldherrnhalle oder wie sie alle hießen. Und darunter war auch die SS-Division Florian Geier. Und das ist ja die Reiter-SS-Division gewesen. Und da ich als zweiten Berufswunsch eventuell Tierarzt werden wollte, habe ich mich für diese entschieden. Aber es gab keine Entscheidung, keine andere Entscheidung, sondern alle gingen von dort aus zur Waffen-SS. Obwohl das nun schon fast das Ende des Krieges war. Und am 23. April 1945 wurde ich dann transportiert nach Benešov. Das liegt 40 Kilometer südlich von Prag. Das war ein Waffenübungsplatz der SS. Und man kann das heute kaum verstehen. Ich war ja erst 15, war also auch noch relativ klein, aber die hatten passende Uniformen. Und gleich auch am ersten Tag, ja, wurde ich auf dem linken Oberarm mit der Blutgruppe tätowiert, was ja als Zeichen der Zugehörigkeit zur Waffen-SS war. Und man bekam auch einen echten Wehrpass. Und in diesem Wehrpass stand drin mein Dienstgrad Reiter. Und wir durften aber, und es waren auch wirklich Pferde da, wir mussten jeden Tag Pferde putzen mit Kartatsche und also ganz richtig Pferde pflegen und auch reiten, ja, nicht? Als wenn nichts wäre. Aber vorgesehen war die Truppe für den Einsatz in Prag, zur Verteidigung in Prag. Ja, und dann begann am 8. März nach 15 Tagen Zugehörigkeit zur Waffen-SS begann dann der Weg in die Gefangenschaft. Ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Eltern nicht wussten, was mit mir passiert war. Ich war am 6. März von zu Hause weggefahren und seitdem haben sie nie wieder, es ist nie auch wieder Post von mir gekommen. Sie haben nie gewusst, was mit ihrem Sohn war. Ja, das war eine ganz einfache Geschichte. Wir mussten in Benešov, mussten antreten. Und dann hat der Kommandeur dort, ja, der hat dann allen gesagt, dass der Krieg zu Ende ist und dass jeder sehen sollte, dass er nach Möglichkeit versuchen sollte, zu den
Amerikanern in die Gefangenschaft überzugehen. Deshalb auch der Marsch an die Moldau runter, immer der Moldau entlang, südlich von Prag, immer südlich, ja, zu versuchen, rüberzukommen. Ein furchtbarer Marsch, das muss also dann am 9. oder 10. gewesen sein, wo wir dann gelagert haben bei Chassé-Roulette, aber nicht weiterkamen. Und dann von dort aus ging es dann in die sowjetische Gefangenschaft. Ging der Marsch durch Böhmen nach Mähren über mehr als 2 Tage, und zwar in ein Auffanglager der Sowjetarmee bei Dačice. Das liegt im südlichen Teil von Mähren, in einem Waldgebiet, wo sich alles sammelte. Und es war zu dieser Zeit so, dass wir mit Zeltplanen, die man noch hatte und so weiter, im Wald Zelte aufbauten. Eines Tages bin ich runter, habe ich versucht als, naja, so ein kleiner Draufgänger, ich ging runter an den Zaun. Und dann stand mir hinter dem Zaun ein Sowjetsoldat gegenüber. Vielleicht nicht viel, ein bisschen älter, vielleicht 3, 4 Jahre. Ja, also eigentlich, wie man so schön sagt, ein Untermensch. Aber der lachte mich so freundlich an und rief rüber zu mir: Uri. Aber ich war ja daran interessiert, was zu essen zu kriegen, und rief zurück: Brot, Brot. Und das verstand er. Und am nächsten Tag bin ich wieder an den Zaun gegangen, und da war der wieder da, der hatte wieder seine Schicht wahrscheinlich, und ich hatte meine Uhr bei mir und habe ihm die Uhr gezeigt, und er hat mir gezeigt, er hat ein Brot, ein Leibbrot. Und dann bin ich bis an den Zaun ran, und er von der anderen Seite freundlich lachend. Für mich war das plötzlich ein ganz normaler Mensch. Ja, ran, und wir haben durch den Zaun Uhr gegen Brot getauscht. Und von diesem Tag an, ich habe das Brot natürlich unter den anderen Kameraden geteilt, aber von diesem Tag an boten mir andere Soldaten ihre Uhr an, wenn ich dafür ein Brot hole. Im Juni wurde das Lager geräumt. Vom Lager aus, von diesem Waldlager aus, ging es nach Dačice, in die Stadt, zum Sportplatz. Und dort wurden die Jugendlichen von den Sowjetsoldaten an tschechische Bauern zur Erntearbeit verteilt. Aber immer unter Kontrolle. Und mit so circa 8 Jungen, wie ich, also bin ich dann zum ersten tschechischen Bauern gekommen, in ein Dorf bei Dačice. Ich weiß heute nicht mehr den Namen, ich weiß nur, es war eine Mühle, es war eine Sägemühle, ja, und nebenbei Landwirtschaft. Und dort war das so, wir waren zu 8 in dem Dorf, allerdings immer unter sowjetischer Aufsicht. Aber wir haben bei den Bauern geschlafen und bekamen was zu essen. Ja, und dort habe ich zum ersten Mal, ich durfte sogar mit am Mittagstisch, also am Tisch mit den Tschechen zusammen essen, bin ich dann rausgekommen und wurde zur Ernte 1946 wiederum in einem bäuerlichen Betrieb bei Mährisch-Ostrau eingesetzt, also bei Betrieben, die für die Sowjetarmee Nahrungsmittel produzierten und ablieferten. Und auch in einem Dorf, und das Dorf heißt Polanka nad Odrou. Diese Familie sprach kein Wort Deutsch. Und ich habe dann dort sehr schnell auch gelernt Tschechisch, und die hatten auch eine Nichte, die mit dort auf dem Hof mit ihrer Mutter ständig war und die sich das Vergnügen als 13-Jährige gemacht hat, wenn mal Zeit zwischendurch war am Wochenende, musste ich mit ihr Tschechisch lernen. Ja, das hat funktioniert. Und ich sprach dann, ich bin dann 2 Jahre dort gewesen, habe alle landwirtschaftlichen Arbeiten dort gelernt. Ja, ich kannte die ja nicht. Und in diesen 2 Jahren habe ich dann fast
schon Tschechisch perfekt gesprochen. Mein Grundsatz auch dort, ich wollte überleben. Und die Familie Brausek hieß der Bauer, hat es mir eigentlich auch leicht gemacht. Mitte September kam plötzlich der Bescheid, ins Lager zurück. Und da kam der Bauer zu mir und sagte, ihr fahrt nach Hause. Und dann kam der Tag, wo es wirklich nach Hause ging. Ja, und wir wurden verladen in Mirsch-Ostrau und der Zug ging von Mirsch-Ostrau nach Pirna. Und dort wurde ich dann entwiest, entlaust, gesund entlassen am 2. Oktober 1948. Immerhin für über 3 Jahre Zwangsarbeit mit 50 Mark. Es gab in unserer Familie keine Diskussion über die Vergangenheit. Es gab auch kaum Fragen zu meiner Gefangenschaft. Das Einzige, was ich weiß, ist, sie hatten alle Bücher, die irgendwie darauf hindeuteten, auf die nationalsozialistische Einstellung. Die waren an einer Treppe zum oberen Bogen hinter einem Brett verschwunden. Ich habe sogar noch vor Kriegsende, 1944 im Dezember oder auch vielleicht im November, habe ich mich sogar veranlasst gesehen, ein Lied zu komponieren und zu texten. Und dieses Lied zeigt eigentlich meine Einstellung zu der damaligen Zeit vor Kriegsende. Es lautet nämlich im Text, ich möchte jetzt nicht singen, dazu bin ich zu alt, wenn Jungvolk über die Straße marschiert, wohl unter der schwarzen Fahne, dann werden sie von dem Gedanken geführt, dem Gedanken an ihre Ahnen. Und wir haben's dem Führer versprochen. Von uns wird noch nie ein Schwur gebrochen, dass wir treu mit ihm kämpfen bis zum Sieg in diesem großen Krieg. Stammt von mir. Und das hat auch das Jungvolk auf den Straßen in Schönberg gesungen. Das zeigt also, dass ich damals noch vollkommen in dieser Nazi-Ideologie drin war. Es zeigt aber auch, dass alles das, was ich in der Gefangenschaft und danach erlebt habe, mir so die Augen geöffnet hat, dass ich so manipuliert war, dass ich bereit war, mein Leben zu lassen für diesen verbrecherischen Krieg. Ich habe sehr, sehr schnell begriffen, wie das gekommen ist, weiß ich nicht. Dass ich hatte überlebt, ja, und hatte begriffen, wozu ich oder viele, viele Deutsche einfach gezwungen waren. Selbst mein Jahrgang, meine Gleichaltrigen, die nochmal als Kanonenfutter eingesetzt werden sollen. Die Gefangenschaft, diese 3,5 Jahre, die haben mir wahnsinnig geholfen, das zu erkennen. Und da gibt es viele Menschen, denen ich heute dankbar bin. Und ich werde es ja nachher sagen, ich habe später viele, viele Freunde, sowohl in der Sowjetunion, in Russland, in der Tschechei gehabt, ja, dass ich weiß, dass mein Weg, den ich dann gegangen war, richtig war. Es ist so, dass ich ja immer mit meiner Vergangenheit gelebt habe. Ich habe auch, wir haben in meiner Familie wurde darüber gesprochen. Meine Familie kennt auch meine Kinder, meine Enkel, alle kennen meine Geschichte. Manchmal sagen sie, Mensch, erzähl doch mal mehr, schreib's doch auf. Ja, nicht? Das ist so, wenn du nicht mehr bist, ja, dann weiß es doch gar keiner mehr.